Das Leben von Ginny Weasley erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. In den Büchern ist Ginny Weasley schlicht und ergreifend ein toller Charakter. Sie ist toll beschrieben, kann sehr gut zaubern, die Jungs laufen ihr hinterher und sie hat eine großartige Persönlichkeit. Doch das ist leider nicht der Fall bei der Ginny, die wir in den Filmen zu Gesicht bekommen, denn die Filme wurden ihrer Beschreibung überhaupt nicht gerecht. Besonders in den späteren Filmen. Dort war sie kaum vorhanden und es wurden kaum ihre Charaktereigenschaften offengelegt, aber das ändern wir in diesem Video. In diesem Video werde ich tun, was die Filme nicht konnten. Ich werde ihrem Charakter gerecht werden, indem ich das gesamte Leben von Ginny Weasley erkläre. Ginny war eines von 7 Kindern von Arthur und Molly Weasley. Sie war die jüngste und das einzige Mädchen in der Familie Weasley. Ginny wuchs mit ihren älteren Brüdern und ihren beiden Eltern im Fuchsbau, dem Haus der Weasleys, auf. Ihr Zimmer war im 3. Stock. Ihre älteren Brüder haben sie nicht mit ihnen Quidditch spielen lassen, aber als Ginny etwa 6 Jahre alt war, begann sie in den Schuppen einzubrechen und ihre Besen zu stehlen, ohne dass sie es wussten. Und genauso begann sie sich ihre Flugfähigkeiten anzueignen. Ginny musste zusehen, wie alle ihre Brüder nach Hogwarts gingen, was sie so aufgeregt auf die Schule machte, dass sie unbedingt selbst hingehen wollte. Ein Jahr später, als sie alt genug dafür war, gingen alle zusammen mit ihren Brüdern nach Hogwarts, wo sie Harry Potter zum ersten Mal traf. Als sie ihn dort traf, wusste sie jedoch nicht, dass er es war, und als sie es herausfand, fragte sie ihre Mutter, ob sie mit dem Zug fahren könne. Mrs. Weasley schimpfte sie aus, indem sie sagte, dass der arme Junge nicht von Ginny angeglotzt werden möchte. Ginny ging also mit ihrer Mutter, um ihre Brüder abzuholen. Und als Harry, Ron und Hermine herauskamen, zeigte sie auf sie und rief, "Dort, Mama, dort ist er." Ginny wurde wieder von ihrer Mutter ruhiggestellt, die ihr sagte, sie solle still sein und sagte, es sei unhöflich, auf Harry zu zeigen. Ginny redete ständig von Harry und es war klar, dass sie in ihn verknallt war. "Sie redet schon den ganzen Sommer über von dir, was wirklich nervig ist", sagte Ron. Als Harry am Ende des Sommers zu Besuch kam, war sie untypisch schüchtern. Dies war wirklich sehr seltsam für sie, so schüchtern zu sein, denn normalerweise hält sie nie den Mund. Als Ginny sich auf ihr erstes Jahr in Hogwarts vorbereitete, kauften ihre Eltern ihr einige Sachen in der Winkelgasse. Draco Malfoy begann sich über den berühmten Harry Potter lustig zu machen und Ginny stellte sich Malfoy entgegen. Sie verteidigte Harry. Lucius Malfoy, der Vater von Draco, kam herein und machte sich über ihren Vater Arthur Weasley lustig, weil er sich keine neuen Bücher leisten konnte. Er nahm dafür ein paar Bücher aus dem Kessel von Ginny in die Hand. Danach legte er die Bücher zurück und legte ein weiteres Buch dazu. Dieses Buch war das Tagebuch von Tom Riddle alias Lord Voldemort. Dies war einer von Voldemorts Horcruxen. Darin befand sich ein Teil seiner Seele. Ginny brachte das Tagebuch in der ersten Nacht nach Hogwarts. Sie wurde in Hogwarts in Gryffindor einsortiert, genau wie der Rest ihrer Familie. In der Schule begann Ginny nach und nach in das Tagebuch reinzuschreiben und der Teil von Voldemorts Seele, der sich darin befand, schrieb ihr zurück. Und sie begann sich dem Tagebuch anzuvertrauen und erzählte ihm, dass sie dachte, Harry würde sie nie bemerken. Sie gab dem Tagebuch Vertrauen, aber natürlich ohne zu wissen, dass das Fragment von Voldemorts Seele im Tagebuch war. Je mehr sie sich ihm anvertraute, desto stärker konnte er Besitz von ihr ergreifen. Er benutzte ihren Körper schließlich, um die Kammer des Schreckens zu öffnen. Die Kammer, die Salazar Slytherin, einer der Gründer von Hogwarts, erschaffen hatte, beherbergte eine Bestie, einen Basilisken. Er konnte töten, indem er jemandem in die Augen sah. Voldemort hatte die Kammer während seiner Zeit in Hogwarts 50 Jahre zuvor geöffnet, aber er musste damit aufhören, als er Hagrid das erste Mal reingelegt hatte und alle glauben ließ, Hagrid hätte die Kammer geöffnet. Tom Riddle benutzte Ginnys Körper, um die Kammer zu öffnen und die Bestie herauszulassen. An Halloween schrieb er mit Blut an die Wand und versteinerte die Katze von Filch. Ginny hatte jedoch keinerlei Erinnerungen an diese Nacht. Sie schien sehr verwirrt und aufgebracht über den Vorfall zu sein. Sie weinte sich die Augen aus und hatte Albträume. Ihr Bruder nahm einfach an, dass dies daran lag, dass sie Katzen liebte und die Katze von Filch versteinert wurde. Ginny war noch 2 weitere Male von Tom besessen und öffnete beide Male die Kammer des Schreckens, was schließlich dazu führte, dass Colin Creevy und Justin Finch völlig versteinert wurden. Sie konnte sich aber nicht daran erinnern, wo sie bei beiden Angriffen war. Eines Morgens wachte sie sogar voller Harnfedern auf. Sie wachte auf und konnte sich nicht erinnern, was in der Nacht geschehen war. Voldemort ließ sie tatsächlich aber alle Hähne abschlachten in Hogwarts, weil krähende Hähne eine bekannte Bedrohung für Basilisken sind. Diesen Vorfall konnte sie jedoch im Tagebuch finden und konnte sich nicht erklären, was passiert war.
Schließlich wurde Ginny misstrauisch gegenüber dem Tagebuch und versuchte es loszuwerden, indem sie es in eine Toilette warf. Zum Valentinstag sang Ginny Harry etwas vor. Das war ihm sehr peinlich. Draco Malfoy lachte sie aus, vor allen Leuten. Ich glaube auch nicht, dass Harry den Gesang sehr mochte. Bei diesem Zusammentreffen riss Harrys Tasche und Ginny sah, wie das Tagebuch aus seiner Tasche herausfiel. Sie dachte sich wahrscheinlich, er hat es gefunden. Das konnte sie aber so nicht akzeptieren und durchsuchte sein Zimmer und nahm das Tagebuch zurück an sich. Schließlich beschloss sie, sich ihrem älteren Bruder Ron anzuvertrauen. Leider wurde sie kurz vorher von ihrem noch älteren Bruder Percy unterbrochen, bevor sie es Ron sagen konnte, und rannte weg. Voldemort besaß Ginny ein letztes Mal und öffnete die Kammer des Schreckens erneut durch sie. Er plante, ihren Körper zu benutzen, um sich selbst in voller Stärke wiederzubringen. Während die arme Ginny schwächer wurde, wurde Tom Riddle immer stärker. Doch Harry, Ron und Gilderoy Lockhart fanden die Kammer des Schreckens, bevor es mit Ginny zu Ende ging. Harry ging alleine in die Kammer rein. Er tötete den Basilisken und stach das Tagebuch danach mit einem Basiliskenzahn kaputt. Dies zerstörte den Horcrux und befreite Ginny. Fox, der Phönix, trug danach Harry, Ron, Ginny und Lockhart aus der Kammer des Schreckens heraus. Mr. und Mrs. Weasley waren überglücklich, ihre Tochter zu sehen, aber sie waren auch gleichzeitig wütend, als sie herausfanden, dass sie mit dem Tagebuch gesprochen hatte. Ginny ging mit ihren Eltern in den Krankenflügel. Sie lernte sehr viel aus diesem Vorfall und traute nie wieder einem Gegenstand ohne Hirn. Ginny war überglücklich, als sie in jenem Sommer mit dem Zug nach Hause fuhren. Die Familie Weasley besuchte in diesem Sommer ihren Bruder Bill in Ägypten. Als Ginny Harry wieder sah, war es ihr noch peinlicher als sonst. Sie war noch verlegener als sonst, nachdem Harry ihr ein paar Monate zuvor das Leben gerettet hatte, aber sie lachten trotzdem gemeinsam auf der Zugfahrt nach Hogwarts. Auf der Zugfahrt zu ihrem zweiten Jahr in Hogwarts drangen Dementoren in den Zug ein und Ginny war sehr betroffen, nachdem sie eine so starke Verbindung zu Tom Riddle mit dem Tagebuch hatte. Ginny war in diesem Jahr sehr viel mit Hermine zusammen. Sie teilten sich ein Zimmer im Fuchsbau. Dies ist genau die Freundschaft der Mädchen, die Ginny wachsen ließ und sie selbstbewusster machte. Hermine drängte sie, sich in Harrys Nähe zu entspannen und ihm zu zeigen, wie sie wirklich war, da sie in seiner Gegenwart kaum sprechen konnte. Sie schlug auch vor, sich für andere Jungs zu interessieren. Sie sagte, dann würde Harry sich vielleicht für sie interessieren. Ginny kehrte für ein drittes Jahr nach Hogwarts zurück, als das Trimagische Turnier stattfand. Was mit dem Turnier einherging, war natürlich der Weihnachtsball. Ginny durfte leider nicht dran teilnehmen, da er nur für Schüler ab dem vierten Jahr gedacht war. Aber sie umging diese Regel, als Neville Longbottom sie fragte, ob sie ihn begleiten möchte. Hermine wurde kurz vorher von Viktor Krumm gefragt und die einzige Person, der sie sich anvertraute, war Ginny, da sie sich im Laufe des Sommers näher gekommen waren. Während Ginny darüber lachte, dass Ron von Fleur Delacour abgewiesen wurde. Auf dem Ball fühlte sie sich sehr wohl, auch wenn Neville ihr beim Tanzen ständig auf die Füße trat. Ginny lernte auch Michael Corner auf dem Ball kennen. Sie begann ein paar Monate später mit ihm auszugehen. Am Ende des Schuljahres im folgenden Sommer war Ginnys Familie stark in den Orden des Phönix involviert. Ihre Familie zog in den Grimmauld Place 12 für den Sommer, da dies das Hauptquartier des Orden des Phönix war. Und Ginny konnte sich vor Harry endlich wie ein normaler Mensch verhalten. Dies lag daran, dass sie mit Michael zusammen war und sich in Harrys Gegenwart nicht mehr komisch fühlte. Das zeigte Harry eine ganz neue Seite von ihr, die er an ihr mochte. Ginny stellte Harry und Neville auch Luna Lovegood vor. Sie war ein seltsames Mädchen, zu dem Ginny immer nett war. Als Harry, Ron und Hermine Dumbledores Armee gründeten, war Ginny eines der ersten Mitglieder, die beitraten. Sie brauchte auch einige Jungs dazu mitzumachen, einschließlich Michael Corner, mit dem sie immer noch zusammen war, und alle seine Freunde. Ginny machte sich sehr gut in Dumbledores Armee und zeigte, wie mächtig sie wirklich war. Als Harry nicht mehr Quidditch spielen durfte, hat Ginny seinen Platz als Sucherin eingenommen und sie war sehr gut darin. Ginnys Vater Arthur Weasley wurde kurz vor Weihnachten von Voldemorts Schlange Nagini angegriffen. Harry sah den Angriff durch die Augen der Schlange, was Arthur zum Glück das Leben rettete. Sie konnten ihn rechtzeitig ins St. Mungos Krankenhaus für Zauberer bringen. Als Mrs. Weasley von ihrem Besuch bei Arthur zurückkam, stand Ginny auf und umarmte ihre Mutter. Sie wollte ihn am nächsten Tag besuchen und zu ihrer Freude sah es so aus, als würde er sich vollständig erholen. Da Harry sah, wie Mr. Weasley angegriffen wurde, wurde allen klar, dass es in Voldemorts Geist eine Verbindung zu Harry gab. Harry schirmte sich von allen ein wenig ab und Ginny ertappte ihn dabei. Sie sagte ihm, dass es ein bisschen dumm von ihm war, nichts zu sagen, da er niemanden kennt außer ihr, der auch von Voldemort besessen war.
Ginny verbrachte Weihnachten schließlich mit ihrer Familie, Harry und Hermine am Grimmauld Place. Als sie nach Hogwarts zurückkehrte, spielte sie in ihrem ersten Quidditch-Spiel, das sie verlor. Sie verlor, aber sie fing den Schnatz. Harry gratulierte ihr dazu und sie sprachen viel über Quidditch. Ginny besuchte Harry in der Bibliothek und sie begann ein richtiges Gespräch zu führen. Und zum ersten Mal genoss Harry es wirklich, mit ihr alleine zu reden. Ginnys zweites Quidditch-Spiel war gegen Ravenclaw. Ginny hatte den Schnatz vor Cho Chang gefangen, mit der Harry gerade Schluss gemacht hatte. Viele Jungs waren an Ginny interessiert und viele waren hinter ihr her. Aber schließlich begann sie sich mit Dean Thomas zu verabreden, einem Jungen aus Harrys und Rons Jahrgang. Luna, Neville, Ron, Hermine und Ginny schlossen sich zusammen, da sie Harry helfen mussten. Sie versuchten Harry zu helfen, nachdem er eine Vision von Sirius gesehen hatte, der gefoltert wurde. Sie gingen alle zusammen zur Mysteriumsabteilung, um Sirius vor Voldemort zu retten. Als sie dort ankamen, fanden sie heraus, dass es eine Falle war, um die Prophezeiung zu bekommen. Sie wurden von einer Handvoll Todesser konfrontiert, darunter Lucius und Bellatrix. Bellatrix drohte damit, den Folterfluch auf Ginny anzuwenden, um Harry zur Übergabe der Prophezeiung zu zwingen. Luna und Ron wurden von den anderen getrennt. Ein Todesser packte Ginny am Knöchel und Luna versuchte, Ginny zu befreien, aber Ginny brach sich leider dabei den Knöchel. Luna holte Ginny von da weg, aber Ginny war zu verletzt, um weiter im Kampf zu helfen. Wie das weiterging, wissen wir ja. Nachdem der Kampf vorbei war, reparierte Madame Pomfrey ihren gebrochenen Knöchel. Ginny tröstete Harry nach dem Tod seines Patenonkels Sirius Black. Im folgenden Sommer trainierte Ginny Quidditch mit der Absicht, im Team zu spielen. Sie versuchte es als Jägerin und schaffte es auch. Sie war bei weitem die Beste auf dieser Position im Team. Bills Verlobte Fleur de la Cour lebte in diesem Sommer bei ihnen und Ginny mochte sie gegen Ende des Sommers überhaupt nicht mehr. Alle gingen zusammen in die Winkelgasse, um Schulsachen zu besorgen, und sie sahen sich alle den neuen Scherzartikelladen von Fred und George an. Nach dem Vorfall im Ministerium wurde Slughorn aufmerksam auf Ginny und lud sie in seinen exklusiven Slugclub ein. Nach einem Quidditch-Training von Ginny sahen Harry und Ron, wie sich Ginny und Dean küssten, was Harry sehr eifersüchtig machte, da er noch nie etwas für Ginny empfunden hatte. Später stellte sich Harry vor, wie er Ginny anstelle von Dean küsste, ein Gedanke, der ihm beim ersten Quidditch-Spiel der Saison sehr gut gefiel. Ginny erzielte viele Punkte für ihr Team, was Gryffindor zu einem klaren Sieg verhalf. Langsam verlor Ginny das Interesse an Dean und sie stritten sich oft. Nach der Weihnachtspause schien sie nicht begeistert zu sein, Dean wiederzusehen, nachdem sie so lange getrennt gewesen waren. Sie stritten sich weiter und eines Tages wurde Ginny so wütend auf ihn, weil Ginny sie durch das Porträtloch gestoßen hatte. Aber was niemand wusste ist, dass es Harry war, der unter einem Unsichtbarkeitsumhang war und flüssiges Glück genommen hatte. Er hatte Ginny in Wirklichkeit gestoßen. Und sie dachte, es sei Dean, aber das flüssige Glück tat seine Wirkung für Harry und Dean und Ginny trennten sich schließlich. Als Ron vergiftet wurde, war sie noch eine ganze Weile an seinem Bett. Sie und Harry diskutierten darüber, wie er vergiftet worden sein könnte. Als Harry Draco Malfoy mit dem Sektum Sempra-Fluch besiegte, war Ginny etwas enttäuscht von Harry. Nachdem sie den Quidditch-Pokal gewonnen hatte und er in den Gemeinschaftsraum zurückkehrte, lief Ginny zu Harry und legte ihre Arme um ihn, ohne darüber nachzudenken. Ginny küsste Harry ganz offen im Gemeinschaftsraum. Ron gab Harry das Okay, mit seiner Schwester auszugehen. Harry winkte Ginny zu und die beiden verließen den Gemeinschaftssaal und machten einen langen Spaziergang über das Gelände, auf dem beide sehr glücklich waren. Leider hatten sie nur sehr wenig Zeit miteinander, da Ginny für die Prüfungen lernen musste und am Ende des Schuljahres die Schlacht im Astronomieturm stattfand. Während dieses Kampfes wurde Dumbledore getötet und Harry lag weinend über seiner Leiche. Niemand konnte ihn überzeugen, von seiner Seite zu weichen. Dann kam Ginny zu ihm und hielt ihn fest. Ginny führte ihn von der Leiche weg und sie gingen zusammen in den Krankenflügel. Ginny war schockiert und bestürzt, als sie hörte, dass ihr Bruder Bill von einem Werwolf namens Greyback angegriffen wurde. Die meiste Zeit verbrachte Ginny mit Harry auf dem Schulgelände, wo sie allein sein konnten. Und diese gemeinsame Zeit war bei weitem die glücklichste. Sie waren so glücklich wie nie zuvor und alles änderte sich. Doch bei Dumbledores Beerdigung sprach Harry mit Ginny allein. Er sagte ihr, er könne nicht mit ihr zusammen sein. Ginny hat nicht geweint, sondern sah Harry einfach nur an. Harry erklärte ihr dann, dass er nicht will, dass Voldemort sie gegen ihn verwendet. Er stand auf und drehte Ginny den Rücken zu. Ginny war untröstlich, aber sie blieb stark, als sie sah, wie der Mann, den sie am meisten geliebt hatte, fortging und das nur ein paar Wochen, nachdem sie ihn endlich bekommen hatte. Sie sah zu, wie das, was sie glücklicher machte als alles andere auf der Welt, sich von ihr abwandte. Sie wusste, dass es einen guten Grund dafür gab, aber das machte es nicht weniger schmerzhaft.
Im folgenden Sommer musste der Orden des Phönix Harry von den Dursleys abholen, bevor er 17 wurde und damit in der Welt der Zauberer volljährig war. Ginny blieb mit ihrer Mutter zu Hause. Sie warteten auf die Rückkehr aller. Als Harry ankam, hielten er und Ginny Händchen, während sie auf die anderen warteten. Leider schafften es nicht alle zurück. Mad-Eye Moody starb. Ein paar Tage später bat Ginny Harry, zu ihr zu kommen. Sie wünschte Harry einen guten 17. Geburtstag und die beiden sahen sich in die Augen. Ginny beugte sich vor und küsste ihn, wie sie ihn noch nie zuvor geküsst hatte. Die beiden vergaßen alles, alle Sorgen und alle Probleme. Es gab nur noch sie beide. Dann flog die Tür auf und sie wurden von Ron unterbrochen und der Moment war vorbei. Ginny ging hinaus, während sie Harry ein letztes Mal zum Geburtstag gratulierte. Auf der Hochzeit von Fleur Delacour war Ginny Brautjungfer zusammen mit Fleurs Schwester Gabrielle. Alle begannen nach der Hochzeit in die Schule zurückzukehren und bereiteten sich auf den bevorstehenden Kampf vor, als Ginny eintraf. Sie schenkte Harry ein strahlendes Lächeln. Cho bot sich an, Harry zum Ravenclaw-Turm zu bringen. Ginny unterbrach sie direkt und sagte, dass Luna stattdessen mit ihm hingehen sollte. Mrs. Weasley sagte zu Ginny, dass sie nicht kämpfen könne, weil sie minderjährig sei. Ihr wurde gesagt, sie solle im Raum der Wünsche bleiben. Die hielt sich aber natürlich nicht dran und kämpfte trotzdem. Während einer Kampfpause hörte Ginny vom Tod ihres Bruders, Fred, und war zutiefst am Trauern. Ihr Gesicht war geschwollen und fleckig, als Hermine sie in den Arm nahm. Sie und ihre Familie standen über dem Körper ihres gefallenen Sohnes und Bruders. Ginny hatte die Toten und Verwundeten während des Kampfes und einer Kampfpause eingesammelt, als Harry auf dem Weg war, sich zu opfern. Er sah Ginny, die sich über ein Mädchen beugte. Das verletzte Mädchen sagte ihr, dass sie nach Hause wolle und nicht mehr kämpfen wolle. Es fiel Harry mehr als schwer, Ginnys Namen nicht zu rufen, als er sie sah. Er wusste, dass wenn er zu ihr gehen würde, dann würde er nicht tun können, was getan werden musste. Harry ging in den Wald und ließ sich von Voldemort mit dem Tötungsfluch treffen. Aber ohne dass Voldemort es merkte, überlebte Harry tatsächlich. Aber er stellte sich weiterhin tot und die Todesser kamen mit Voldemort nach Hogwarts zurück. Ginny schrie auf, als sie Harrys toten Körper sah. Neville stellte sich Voldemort entgegen und der Kampf begann erneut. Ginny begann mit der Hilfe von Hermine und Luna gegen Bellatrix zu kämpfen. Bellatrix schoss einen tödlichen Fluch, der Ginny nur knapp verfehlte. Mrs. Weasley trat daraufhin vor und kämpfte vor Empörung gegen Bellatrix. Sie besiegte die Frau, die ihr kurz darauf beinahe ein weiteres ihrer Kinder getötet hätte. Harry besiegte Voldemort und der Kampf war endlich vorbei. Ginny war eine der ersten, die Harry nach dem Kampf umarmte. Ginny saß bei ihrer Mutter und legte ihren Kopf auf ihre Schulter, nachdem Harry seine Mission erfüllt hatte. Er und Ginny kamen wieder zusammen, nachdem sie Hogwarts beendet hatte. Ginny spielte beruflich Quidditch. Schließlich heirateten Ginny und Harry und gründeten eine Familie. Sie hatten 3 Kinder, Albus, James und Lily. Ginny wurde später die leitende Quidditch-Korrespondentin für den Tagespropheten. Ihr Job führte sie zur Quidditch-Weltmeisterschaft 2014, wo sie mehrere Geschichten für den Tagespropheten schrieb und Harry und ihre Kinder sie begleiteten. Sie alle blieben in engem Kontakt mit dem Rest ihrer Familie. Ginny und ihre Geschwister brachten ihre Kinder sehr oft zusammen. Ginny war anfangs nur Rons kleine Schwester, aber er blühte im Laufe der Saga zu einer starken Zauberin. Sie gab jedem in ihrem Leben sehr viel Kraft und war immer für alle da, wenn sie sie brauchten. Besonders für Harry, der ohne Ginny seinen Kampf mit Voldemort wahrscheinlich nie überstanden hätte. Und das war's für heute. Ich hoffe, du hast dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Wenn du mehr über Ginny Weasley oder andere Charaktere aus dem Harry Potter Universum wissen willst, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.